Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was ich präsentieren möchte. Und zwar durften viele PS3-Zocker genervt sein vom lauten Lüfter der PS3. Das ist manchmal wirklich schon übertrieben und wir wollen dem mal etwas entgegenwirken, wollen den Lüfter mal richtig hier alles auspusten lassen. Nein, diesmal machen wir es nicht mit mentaler Kraft, diesmal kann es wirklich jeder selber machen. Am besten funktioniert es bei der 40 GB-Variante, aber auch bei den anderen können Sie es probieren. Auch da gab es schon Erfolge. So, alles was wir machen müssen, ist hinten erstmal den Hauptschalter aus. Und da ich jetzt die Kamera wegfahren muss, erzähle ich vorher, was ich jetzt mache. Und zwar legen Sie einfach bloß, Sie sehen, die Konsole ist komplett aus, Ihren Finger auf die Auswurftaste. Und dort halten Sie den dann auch, lassen den oben liegen, das sehen Sie dann gleich. Ich muss halt bloß ranfahren, da ich mit der rechten Hand filme. Und dann hoffen wir, dass der Lüfter funktioniert. Also ich lege jetzt einfach nur den Finger auf die Taste, das sehen Sie hier, und mache hinten die Konsole an und dann müsste es eigentlich gleich losgehen. Super, man sieht hinten am Poster auch, dass da ordentlich was rauskommt. Das geht jetzt kurzzeitig so und dann müsste die Konsole eigentlich wieder etwas leiser werden. Hat bei vielen Leuten schon funktioniert. Ich hoffe bei Ihnen auch, wie gesagt, 60 GB Variante, 80 GB, 120. Die 20er gab es ja auch noch, zumindest in den USA. Können Sie alles mal probieren. So, das war's schon gewesen. Jetzt ist der Lüfter also wieder sauber und nun hoffe ich mal, dass man Uncharted und vor allen Dingen auch GTA 4 wieder ungestört spielen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. www.garden-productions.de.vu. Schaut mal in meinen Kanal rein. Tschüss, bis dann.